1043, Meldungen über einen entführten Stadtbus voller Geiseln. Officer in God's Acre benötigt. Over. Lasst unsere Brüder frei, die wegen des Rathauses. Heute ist ein... Hat dich überrascht, was? Dämonen werden immer brutaler. Kaum zu glauben, dass Martin Lee hinter all dem steckt. Klartext, Leute! Die zerstört New York-Masche zieht nicht mehr! Dämonen fahren keinen Gang runter. Was haben die nur vor? Spider-Man, Gott sei Dank. Dämonen haben Bomben überall im Gebäude gelegt, aber wir kommen nicht ran. Zeigen Sie mir den Weg, Officer. Ich schaff das. Wir haben das Hauptgerät gefunden. Deaktiviere es, dann spuckt es einen Schlüssel aus. Damit kannst du die Nebengeräte finden und deaktivieren. Okay. Halten Sie Ihre Männer raus. Ich melde mich dann. Wieder Bomben! Ich sagte kein Rathaus mehr und das war mein Ernst. Das Hauptgerät entschärfen. Jetzt bloß keine feuchten Hände. So, der Schlüssel. Thank you.
Spider-Man. Jetzt übernehmen wir. Sehr gut, Officer. Ich helfe immer, wo ich kann. Alle Einheiten. Wir verfolgen mehrere maskierte Verdächtige. Der Ort ist Long Park. Was zum Wahnsinn? Endstation! Moment, du kommst dich! In dem Laster ist eine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung. MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Ich muss die Typen ausschalten, dann sehe ich mich um. Okay, das waren alle. Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Vielleicht finde ich heraus, woher der Strom kommt. Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Brauche meine elektrischen Netze. Gut, das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Da! Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nähe. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Hab ihn! Aha! Das ist es! Mann. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Waffen aus Fisks Waffenlager. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Lasterbomben. Das ist verrückt. Das war kein Bandenkrieg. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein, aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei.
Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sie muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. Yuri, ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lasse die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falsche Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Consolidated Shipping. Das sind viele. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. Ich kann die Sachen aus dem Recyclinghof verwerten. Klasse! Ich liebe es, böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. Lee ist nicht hier draußen. Ich sehe besser drinnen noch. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Ein teures Tuning. Was könnte ich hier finden? Sie haben überall in der Stadt Basen. Das ist größer, als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Ah!
Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Hey MJ, ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Nein, aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Hale Horse Rides. Kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe etwas selbst. Hm. Du, Woman! Verstanden, Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Da ist noch einer. Waffe entsichert. Mal was Neues. Nein, nein, nein. Der gehört mir. Okay. Ich erledige dieses Acht. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen... Wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Verstanden. Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Neun von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova. Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Tut mir leid wegen der Sache mit Sable. Ich hätte es dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Hey, MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn.